Herzlich willkommen zu meinem heutigen Gebäudeguide. So, dann fangen wir mal mit dem Grundgebäude an, mit dem Sandsteingebäude. Es ist auch eines der ersten Gebäude, was man lernen kann, ab Stufe 3 und kostet einen Token. Jetzt kommen wir mal zu den Werten der einzelnen Bestandteile. Ja, die Fundamente haben 10.000 Trefferpunkte. Die Sandsteinmauern, sowohl mit Fenster als auch ohne, haben jeweils 7.000 Trefferpunkte. Die Sandsteindecken haben auch 7.000 Trefferpunkte sowie die Strohdächer. Und zu guter Letzt kommt die Tür mit sagenhaften 2.500 Trefferpunkten. Ja, das ist Anfangsgebäude. Ja, für den Anfang reicht es auch. Jetzt kommen wir mal zum Stufe 2, zum Ziegelgebäude. Dann die Fundamente. 50.000 Trefferpunkte. Ja, das ist schon das Fünffache, was die von Sandstein haben. Und die Ziegelmauern, sowohl ohne als auch mit Fenster, haben die gleiche Trefferpunktzahl von 35.000. Das ist zwar beim Sandstein auch gleich. So, die Dächer haben 70.000 und die Decke 35.000 Trefferpunkte. Die Tür hat auch schon, hat 12.500 Trefferpunkte. Das ist schon 10.000 mehr als die normale einfache Holztür. Diese Fundamente haben das Fünffache haben Haltbarkeit. Das ist die Winde auch, die Geschrägdach. Boah, wie viel war das jetzt? Das ist das Zehnfache, was sie aushalten. So, dann kommen wir mal zum verstärkten Stein. Steinfundament. Dann die Fundamente 100.000 Trefferpunkte, was auch schon extrem viel ist. Und die Rahmen haben das Doppelte vom. Das ist das Doppelte wie vom Ziegelhaus. Verstärkte Steindecke, die haben 70.000 Trefferpunkte. Gut, ich habe jetzt kein verstärktes ich habe kein verstärktes Steindach gefunden, da habe ich jetzt mal das Ziegelschrägdach genommen. Das hat ja denselben Wert, den brauche ich ja jetzt nicht nochmal wiederholen. Dann kommen wir jetzt zum mit schwarzem Eis Bauelemente. Das verstärkte Eis hat auch 100.000, Fundament hat 100.000 Trefferpunkte, so wie beim verstärkten Stein. Die Holzdecke hat auch, die Decke hat auch 70.000, so wie die einzelnen Wände. Jetzt, so. Komme ich da irgendwie hoch, dass ich das. Yep. Ja, das Dach hat auch 70.000
Trefferpunkte. So wie das Ziegel-Schrägdach. Und zu guter Letzt kommen wir mal zu einem Sonderhaus. Das ist das isolierte Haus. Da erzähle ich auch noch gleich, warum ich das auch noch mit reingenommen habe. Das hat 50.000 Trefferpunkte, die Fundamente. Die Decken haben 35, so wie die Wände und so wie das Dach, haben jeweils 35.000 Punkte, Trefferpunkte. Ja, da erzähle ich euch noch mal ein bisschen über die meine Verteilung, wo man das am besten überall einsetzen kann. Fangen wir mal mit dem Sandsteinhaus an. Das ist meiner Ansicht am besten für hier für das Startergebiet, den Fluss hier unten und hier ein bisschen den Fluss hier rauf ist es am besten. Weil es kostet wenig Materialien und es bietet erstmal eine sichere Unterkunft für den Bereich, dadurch, dass die NPCs und die Tiere hier noch nicht relativ stark sind, bietet sich das Sandstein dafür auch am besten an und weil man es auch am schnellsten herzustellen ist und weil es dadurch auch einfach zu craften ist. So, das Ziegel. So. Talente. Ziegel lernt man ab Stufe 20. Dafür braucht man auch noch die Eisenwerkzeuge, die man ja sowieso noch vorher lernt. So. Da, nee, nicht unter Waffen. Eisenwerkzeuge lernt man ab Stufe 10. Dann kann man sich danach das bauen. Und das eignet sich für meiner Ansicht nach für den Bereich hier direkt hier oben drüber. Hier direkt am Übergang zum Dschungel. Und hier vielleicht noch hier vorm Bau. Da eignet sich es am besten. Da ist auch mehr aushält, mehr Trefferpunkte aushält und dadurch dann eben halt auch weniger langsamer zerstört werden kann. Kommen wir nun zum verstärkten Stein. Ja, der verstärkte Stein ist für mich, finde ich, am besten für den Dschungel und hier für den Bereich. Hier sind doch ein bisschen stärker und hier für den Bereich, hier der grüne Norden. Ja, dadurch, dass diese im Endeffekt alles viel mehr aushält als das Ziegelhaus, ist es dann doch auch dafür auch besser geeignet. Und mal nachschauen. Ja, ab Level 30 ist dies dann auch zu bauen. So wie auch das mit schwarzem Eis. Ja, verstärkte Fundamente und die anderen Bauteile. Ja, dann ist auch für den Bereich und auch für den Vulkan. Ja, ist, finde ich, mit schwarzem Eis verstärkte da am besten, weil es dann doch auch am Aufwinde, auch einem mit am aufwendigsten herzustellen ist, wie das verstärkte Stein. So, kommen wir mal zum isolierten Holz. Wo haben wir das denn? Bauen.
Ja. Ist unter Steinmetz. Ist ob Steinmetz. Ab Level 20. Aber das empfehle ich mir für das Schneebiom. Weil es ja ist auch mit isoliert ist, ein isoliertes Holz ist und weil es da immer am kältesten ist. Und so, und auch hier, das ist ja ein Vulkan oder eine Grenze. Mit Schneebiom hier so kann man es auch noch vielleicht noch mal verwenden. So, jetzt zeige ich euch noch mal, wie man das am besten alles herstellt. Habe ich hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Ziegel macht man im Ofen aus Stein. Ja. Oh, gehärtete Ziegel macht man dann noch mit. Oh, was war ich denn? Macht man noch mit aus gehärteten Steinen mit. Und ja, die gehärteten Steine stellt man hier im Feuerschalenkessel her. Wo hab ich sie gerade? Da. Dafür braucht man zwei Wundsekrete und zwei Zwirne. Ja, dann hat man hier gehärtete Steine her. Dann packt man die mit Ziegel zusammen rein. Dafür danach rauskriegt man gehärtete Ziegel. Warte mal, ich bin jetzt doch ein bisschen überlastet. Lassen wir den machen. Die Ziegel braucht man hierfür. Oder warte, ich kann jetzt gerade mal gucken. Wo haben wir die Sachen der Armee, das auch nicht. Da Ziegel braucht man natürlich für Ziegel. Ja, für die Ziegel, Bausachen, Steine für halt das hier, Stroh, Schrägdach, das ist auch für normale Stein, für normale Steinfundament und so weiter, für das Steinhaus braucht man Äste und Pflanzenfasern. Weil Stroh immer wieder, Ziegel, Schrägdach. Da braucht man gehärtete Ziegel, geformtes Holz und Stahlverstärkung. Stahlverstärkung macht man hier an der Werkbank eines Schmiedes aus Stahlbarren. Ich habe jetzt kein NPC drin, dafür braucht man jetzt, ohne NPC braucht man zwei Stahlbarren für eine Stahlverstärkung. Was für die. Bevor ich es vergesse, nehmen wir erstmal die Sandstein. Da braucht man eben halt Holz und Steine. Stroh. Ja, Äste und Pflanzenfasern braucht man dafür. Und dann stellen wir die schon mal her. Oh. Stallfeuer braucht man ja, ja, man sieht es ja auch hier drin, um aus Eisenbarren Stahlbarren herzustellen. Und für Stallfeuer braucht man eben halt Teer, was man bei der Gerberei als Nebenprodukt gewinnt, und Schwefel, den man
hier kriegt. Was war dann als nächstes? Die verstärkte Stein. Das verstärkte Steinhaus. Hier braucht man Stahlverstärkung, geformtes Holz und sowie gehärtete Ziegel. Ja, das ist ja schon, man sieht, bei normalen Ziegelfundamenten braucht man Ziegel, geformtes Holz und Eisenverstärkung. Das ist also schon mal mehr Aufwand. Schwarzes Eis. Hier mit schwarzem Eis verstärkte Fundamente. Hier braucht man isoliertes Holz, Stahlverstärkung und schwarzes Eis. Schwarzes Eis bekommt man hier den Grat hier entlang. Nicht zu verwechseln mit normalem Eis. Das normale Eis erkennt man daran, dass es heller erscheint, heller auch heller ist. Und das schwarze Eis, das wiegt so mehr schwarz, schwärzlich. Ja, kommen wir zum isolierten Holz. Das stellt man an einer Werkbank eines Zimmermanns her, indem man getrocknetes Holz und auch Harz dann zusammen reinpackt und dann nimmt halt Craft, das dann herstellt. Da zeige ich euch nochmal, wie man getrocknetes Holz herstellt. Habe ich vergessen. Ja, um noch ein Rindo mit reinzupacken. So, da habe ich sie doch. So. Einfach Rinde in den Trockner reinpacken, den man ab. Wo habe ich denn? Gehen wir mal hier hin. Ja, da ist er. Damit man ab Level 19 lernen kann. Da packt man einfach eine ganz normale Rinde rein und dann Holz. Dann entsteht dann eben halt getrocknetes Holz. Harz kriegt man dann hier aus den Bäumen hier raus, die hier in dem Biom sind. Und eben halt auch aus dem Trockner kriegt man auch Harz raus. Und dann craftet man dann eben halt isoliertes Holz raus. Das geformte Holz, habe ich vergessen zu erwähnen, das getrocknete Holz. Ja, nicht getrocknete, geformtes Holz. Das stellt man aus ganz normalem Holz her, aber auch in der Werkbank des Zimmermanns. Ja. Dann kommen wir zum guter Letzt zum isolierten Haus. Erstmal. Und das lernt man ja mit dem Ziegel. Mit den Bauelementen für Ziegel erlernt man das isolierte. Ja, die isolierten Decken auch. Von den Bauelementen erlernt man da auch mit. Und dafür braucht man. Nimmt halt isoliertes Holz und Eisenverstärkung. Ja, die Dächer auch. Ja. Ja, und das war es dann auch schon mal mit meinem kleinen Häuserguide. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr lasst auch Likes und ein paar Kommentare da. Bis bald. Ade.